ist die klassische Ader von mir. By the way, das kann ich auf dem Klavier. Wow! Hallo Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Troll Wars Season 3. Ja, ihr habt gerade wieder diese geile Einblendung gesehen. Wow! Leute, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Minecraft Troll Wars. Es ist eigentlich nicht so viel passiert, aber trotzdem viel. Das hat keinen Sinn ergeben. Ich sag's euch jetzt. Folgendes, Leute. Ich habe offscreen ein bisschen gespielt. Ja, das müsst ihr euch so verstehen. Ich spiele ein bisschen offscreen, bin nachts unterwegs und was passiert? Mein Haus wird hochgesprengt. Geile Nummer. Also hier ist so ein Creeper in die Luft gegangen. Der hat so einen TNT-Gürtel und hat dann mein ganzes Haus weggesprengt. Und ich habe halt dann versucht, das wieder aufzubauen und meine Schafe sind auch tot. Mr. Woll und Mrs. Lee. Zusammen. Mr. und Mrs. Wolle sind weg. Wie ihr seht, ich bin ja auch schon zweimal gestorben. Dies, das, Ananas. Aber Leute, darum soll es jetzt gar nicht gehen. Leute, ich blende euch das mal ganz kurz ein. Ich habe offscreen ein bisschen gefarmt. Habe mir bei so einer Wolke ein Enderman-Haustier geholt. Genau. Habe Dias und Blättdias gefunden. Und ihr stellt euch jetzt sicher die Frage, was machst du denn heute? Also erstmal, wenn ihr mal Trolls sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch neu seid und keine Trolls mehr verpassen wollt, dann abonniert kostenlos diesen Kanal und Hashtag Team Ananas. Yeah. So Leute, also ich finde, wir haben wirklich ein sehr, sehr delikates Häuschen hier. Eigentlich, ja, habe ich hier vorgehabt, Wasser hinzumachen überall. Hat nicht so gut geklappt. Auf jeden Fall, Leute. Wie gesagt, ich habe Dias gefunden und Black Dias, Leute. 5 Black Dias und 7 normale Dias. Heute werden wir eine kleine Farming-Session machen. Am Anfang ist es ja so, man kann noch nicht wirklich jemanden trollen, weil noch niemand wirklich eine Base hat. Keiner hat Items und so weiter und so fort. Leute, es wird Zeit. Ghostbusters! Ich werde jetzt auf Eisen gehen! Alter, diese Instrumente sind ja mal mega geil! Jetzt die klassische Ader von mir. By the way, das kann ich auf dem Klavier. Wow! So, dann bauen wir mal ganz kurz den Baum noch ab, Leute. Heute wird, wie gesagt, mit Ghostbuster-Style gefarmt. Ich hoffe, wir finden richtig viele Items. Es wäre richtig geil, wenn wir heute ein bisschen Gold finden würden. Ein bisschen Eisen, Kohle, Dias. Vielleicht können wir uns heute sogar schon das Beutehaustier machen. Das wäre mega geil. Aber wir lassen uns mal überraschen. Was mir mega gefällt, ist, dass wir Tag haben. Das ist krass. So, Leute, ich habe mir genug Eisen gecraftet, um mir immerhin ein bisschen Rüstung zu machen. Ich habe mir natürlich die Rüstung gecraftet, die richtig scheiße aussieht. Ach, dann machen wir Black Diamonds Boots. Komm, sieht doch nice aus, oder? Ja. Oh mein Gott, jetzt bin ich, glaube ich, der teuerst ausgerüstete Spieler in Troll Wars. Woo! Ja, wir brauchen heute eine passwortgesicherte Kiste. Es ist halt nur die Frage, wie man das Ganze craftet. Ah, als ob ich jetzt keinen Stein habe. Scheiße. Wir machen uns jetzt nämlich erstmal so eine gesicherte Kiste, Leute, damit man da ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Sicherheit hat und dass es nicht direkt weggenommen wird. So, dann braten wir unsere Steinchen mal ganz schnell. Zack, Steinchen rein, Spender sein. Und dann brauchen wir ein Weighted Pressure Plate. Dann haben wir das eigentlich aber schon easy, ne? Ich habe keine Ahnung, was das hier ist, Leute. Wofür braucht man einen Raw Squid? Kein Plan. Ich habe ja auch auf jeden Fall Sulfurstaub gefunden. Ich weiß aber leider gar nicht, was ich damit machen kann. Ein Steinchen noch. Komm schon, Leute. Komm schon. Geile Nummer. Jetzt die Knöpfe. Zack. Und Key Panel. Nice. Jetzt eine Kiste. Und wo setzen wir die überhaupt hin? Hier. Nice! Jetzt muss ich mir einen Code aussuchen. 2000 Jahre später. Geile Nummer! Woo! So, da packen wir die Dias rein, Black Diamonds, das. Meine Gitarre, die ist mir richtig wichtig. Woo! Die Wolle, das ist alles richtig gut hier. Zack, keine Ahnung, Nether Quarz auch, den Hammer, ja. Wir packen das einfach mal in die Kiste mit rein, Leute. Und dann können wir eigentlich auch gleich loslegen. Das Redstone können wir auch noch da reinpacken. Ja, Sugarcane, alles rein da. Wolle rein, tschüss, weg, zack. Bye. Jetzt braten wir noch ganz kurz das restliche Essen hier, was wir hier haben. Also Leute, Ziel wird heute sein, auf jeden Fall Gold finden. Bis zum geht nicht mehr, vielleicht das Beutehaus hier craften. Ich bin mal gespannt. Und Leute, in der nächsten Folge starten wir dann mit den Trolls. Ihr müsst mir unbedingt Trolls in die Kommentare schreiben. Also das wird abnormal geil. Das wird richtig nice. So Leute, wir schließen unser Haus ab. Oder würde ich sagen, bauen wir uns einfach mal irgendwo weg. Okay Leute, wie man sieht, es wird schon Nacht. Gefällt mir jetzt nicht so, aber müssen wir mit leben. Leute, eine Höhle.
Okay, ganz wichtig sind heute Fackeln. Also, ich höre hier Zombies. Es scheint hier noch weiterzugehen irgendwo. Ich baue hier einfach mal ab. Es geht tatsächlich weiter hier. Ach, Leute, ich bin eigentlich immer ein Freund davon gewesen, sich einfach mal ganz stupide runterzubauen. Wow, und das hat gut geklappt. Creeper! Yes, Gunpowder! Woo! Okay, erster Zombie. Oh Gott, das ist einer von diesen dicken. Oh mein Gott, wie ekelhaft. Okay, Leute, wir bauen einfach unsere Kohle ab. Uns soll das nicht weiter stören. Ach, Leute, ich weiß nicht. Farm gehört zu Troll Wars einfach dazu. Ich weiß nicht, Leute. Was haltet ihr davon? Ich habe überlegt, mache ich einen Troll Wars Farming Livestream oder mache ich ein Video? Und ich dachte mir, am Anfang kann man eh noch nicht wirklich trollen. Ich glaube, Dena ist bislang immer noch nicht im Projekt richtig angekommen. Deswegen warten wir einfach noch ein bisschen ab. Also, Leute, wie gesagt, ihr könnt euch jetzt ganz entspannt zurücklehnen und mitverfolgen, wie wir hier heute alles zerhasseln, wenn wir unsere Items erfahren. Nehmt euch eine Tüte Chips, holt euch Cola oder was auch immer, am besten eine Ananas und genießt das Ganze. Jetzt geht's hier immer weiter runter und das Eisen, es wird immer mehr. Das gefällt mir. Was natürlich auch richtig mega nice wäre, wenn wir Gold finden. Das habe ich bislang noch nicht, gar nicht gesehen. Ich habe noch nicht einen Goldblock in dieser Welt gesehen. Okay, hier geht's tiefer. Aber das Eisen nehmen wir mit, Leute. Es gibt ja auch so ein Erz, Leute, das nennt sich Tin. Das sieht absolut genauso aus wie Eisen. Ich habe aber keine Ahnung, wofür man das gebrauchen kann. Also so wirklich mega viel Kohle brauchen wir an sich auch nicht. Ich glaube, Jetpacks gibt es gar nicht mehr. Finde ich schade. Aber das reicht uns nicht, Leute. Wir wollen tiefer. Ich hoffe ja, wie gesagt, dass wir hier auf eine Höhle treffen irgendwo, irgendwie oder irgendwann. Aber irgendwie klappt das nicht so richtig. Ich meine, wir sind jetzt auf Höhe 27. Da könnte das schon mal losgehen jetzt. Jetzt sind wir auf Höhe 18. Also so langsam sollten wir doch tatsächlich eine Höhle finden können, Mann. Okay, meine Spitzhacke ist down. Ich habe ein Stack Eisen und muss das jetzt erstmal braten. Warum sterbe ich immer an Radioaktivität? Also jetzt mal wirklich, Leute, ich check das absolut nicht. Das ist mir beim Offline-Farmen nämlich auch schon passiert. So, dann machen wir das hier zu. Tschüss. Leute, ich habe keine Ahnung, welcher von den Blöcken in meinem Inventar radioaktiv ist. Also jetzt mal ernsthaft. Aber gut, wir sind ja immerhin schon wieder da. Ist dieser Sulfurkristall, ist das... Das scheint wirklich radioaktiv zu sein. Ey, das kann's doch nicht sein. Okay, so langsam bin ich hier tatsächlich am Verzweifeln. Ich verstehe es nicht. Was wollen die von mir? Ehrlich. Jetzt sind wir gleich wieder da. Zack, bam. Wisst ihr was? Ich bleibe jetzt hier einfach mal so stehen. Wenn ich jetzt an Radioaktivität sterben sollte, dann liegt es tatsächlich daran, dass hier irgendwas Radioaktives in der Nähe ist. 12 Sekunden später. Aber dem ist nicht so. Okay, wir dürfen diesen Sulfur-Scheiß nicht aufheben. Ich glaube tatsächlich, daran liegt es, Leute. Aber schon mal gut, dass wir den Fehler gefunden haben. Das bauen wir jetzt ganz tief nach unten. Oder wir machen es ganz schnell zu Sulfur-Staub. So. Nein, das ist auch radioaktiv. Okay, Leute, wir laufen jetzt zum 300. Mal dahin, aber gar kein Problem. Also, ich hätte schon gerne sein Schwarzpulver. Yes! Nice! Aber, Leute, jetzt wissen wir immerhin, dass wir dieses Sulfurstaubgedingsel nicht aufheben dürfen. Das ist schon mal ein Fortschritt. So, dann machen wir uns nochmal eine neue Eisenpickaxe. Zack, ziehen unsere Rüstung an und dann können wir ja weitermachen, wa? Okay, Leute, wir sind auf Höhe 11 jetzt gleich angekommen. Zack, da sind wir. Ich würde sagen, eine Höhle haben wir zwar nicht gefunden, aber wir können ja Strip Mine. Also ich höre hier Lava auf jeden Fall. Und zwar gar nicht so weit weg. Ist die hier über mir? Kann das sein? Nee. Okay, dann machen wir einfach mal weiter, Leute. Ist ja egal, komm. Leute, hier höre ich einfach über... Also hier höre ich auf jeden Fall Lava. Hier muss irgendwo Lava sein. Mal gucken, ob wir gleich auf den Lavasee stoßen. Aber das kommt auf jeden Fall aus dieser Richtung. Yes, Leute! Wow! So, dann machen wir uns mal ganz vorsichtig auf den Weg. Aha! Hier geht's noch weiter. Hallöchen. Hier ist Redstone schon mal. Das ist ja schon mal ein guter Anfang. Da hinten haben wir irgendwas anderes. Ich kann es nicht ganz genau erkennen, aber hier ist auf jeden Fall ganz, ganz sicher eine Höhle. Oh, Leute, wir haben endlich Gold gefunden. Woo! Oh mein Gott, yes! Oh, Leute, wie lange habe ich mich auf Gold gefreut? Ist das alles an Gold? Ernsthaft? Mehr hat das hier nicht zu bieten. Okay, Leute, wie ich merke, ist Gold eine extremst seltene Ressource. Wenn wir jetzt hier noch irgendwo Diamanten finden würden, das wäre ein absolutes Highlight, Leute. Das wäre so geil. Wir haben bislang 2 Goldblöcke gefunden. Das kann doch nicht alles sein.
Oh, wieso sterbe ich jetzt wieder an Radioaktivität? Nein! Warum denn? Ich check's nicht. Echt nicht. Also das bedeutet ja, dass irgendein Erz in der Nähe oder irgendwas anderes, das irgendwie radioaktiv ist. Also ich könnte mir halt vorstellen, dass wegen solchen Blöcken, dass man deswegen stirbt. Okay, dann mache ich mich hier mal aus dem Weg. Und dann machen wir uns mal hier in die Höhle. Mal gucken, was wir hier Schönes finden können. Nice, Leute, da hinten ist... Oh mein Gott, Black Diamonds. Oh mein Gott, Black Dias. Woohoo! Ey, Leute, wir haben jetzt schon fast mehr Black Diamonds gefunden als normale Dias. Wie geil! Und hier ist endlich die Höhle, die ich die ganze Zeit gesucht habe. Nice. Aber Leute, weswegen wir eigentlich gekommen sind, ist auf jeden Fall Gold. Ich habe... Gold ist so wichtig irgendwie für alle Haustiere, die man haben möchte. Das ist immens wichtig. Oh, das ist halt richtig, richtig geil. Hier haben wir sogar Lapis, Leute. Nice. Oh, Leute, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich mir von dem Gold machen soll. Ob ich mir das Schwammhaustier holen soll oder lieber das Beutehaustier. Ganz schwere Entscheidung, finde ich. So, dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Heimweg, Leute. Let's go. Schade, wir haben alles gefunden, außer ein paar Dias. Aber, Leute, ich glaube, das ist absolut nicht schlimm. So, und ich glaube, irgendwo hier war doch tatsächlich auch ein See. Aber vorher brauchen wir nochmal ein bisschen Holz, damit wir uns gleich ein Pad craften können. Dann craften wir uns das Spongepad. Und anschließend, Leute, machen wir unser Haus richtig, richtig schön. Okay, Leute, dann eine kleine Planänderung. Ich finde absolut alles, aber keine Seerosenblatt. Wir gehen erstmal ganz kurz zu unserem Häuschen zurück, legen uns ins Bettchen und suchen morgen danach. So, ich mache mir erstmal Eisenblöcke, Leute. Dann nimmt das nicht so viel Stauraum weg. Ah, ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, wo ich suchen soll, Leute. Oh, da oben ist eine Wolke. Da bauen wir uns jetzt erstmal hoch. Yes, Leute, da oben ist eine Kiste. Geil. Woo! Okay, ich muss aufpassen, dass mich keine Blaze erwischt. Yes, Leute! Woo! Netherquarz! Wir haben das Schweinshaustier, Eisennuggets und vieles mehr. Und den ganzen Crap können wir da mal reinwerfen. Den brauchen wir nicht. Okay, Leute, während ich mich jetzt hier runterbaue, würde ich einfach mal sagen, ihr entscheidet in den Kommentaren als allernächstes, was wir machen. Ob wir uns das Beutehaustier oder das Sponge-Haustier craften sollen. Ich würde sagen, ihr entscheidet das komplett. Ich hoffe, euch hat die True Wars-Folge gefallen. Es war, wie gesagt, eine Farming-Folge. Ich habe jetzt eine Stunde aufgenommen. Ich hoffe, es ist was Cooles bei rausgekommen. Ich würde sagen, wir sehen uns bald wieder. Haut rein und ciao!